Ich bewerte mein Weekend-Team mit Schulnoten. Wir haben Rang 2 geholt, also 18-2, sind leider am letzten Spiel zu 19-1 gescheitert. Anders, ihr seht schon, wir fangen hier direkt beim Torwart an. Bodenlos schlecht, trotzdem eine 6-. Hakimi war wirklich gut, deswegen gebe ich dem eine 2+. Van Dijk hat leider einige Fehler gemacht, 2-. Rope Titan Lucio, wirklich der beste IV für mich im Game, würde ich ihm eine 1- geben. Davis das gleiche wie Hakimi, 2+. Wohl 1-. Kimmich, ich sag ehrlich, ich dachte, da wird so eine 5 oder 6, aber der war wirklich richtig geil zum Zocken. 1-. Hullet, wie immer eigentlich solide, konstant, aber ab und zu mal ein bisschen unbewegt, ein bisschen fett wie ein LKW. Ja, so eine 2-. Pelé hat mich wirklich diese Weekend League komplett überzeugt. Der war die Weekend Leagues davor nicht so gut. 1+ mit Stern. Häuf, ich muss sagen, er hat echt ein paar hundertprozentige vergeben. Deswegen 3+. Diaby war eigentlich geil. Deswegen 2. Ich hatte sehr viele Erwartungen an ihn, weil er eigentlich mein bester Spieler ist. Er hat mich komplett enttäuscht. Deswegen gebe ich ihm eine 4. Ja, overall würde ich dem Team trotzdem eine 8 von 10 geben. Wir haben Rang 2 geholt.